Die Fallhöhe ist hoch für David Badeski, der 26 Jahre jung ist. Das ist sein dritter Profikampf. Er ist bislang noch ungeschlagen. 1,90 ist er groß. Simon Schuster auf der anderen Seite. Das wird sein fünfter Profikampf sein. 5 Jahre jünger ist Schuster, aber 5 Zentimeter größer. Und damit gehen wir einmal in den Cage zu Marc Bergmann. The following bout is a fight in the heavyweight division. The fighter in the blue corner is 21 years young. He stands 1.95 meters tall and weighed in at 112.2 kilograms. His record, 4 fights, 3 victories, representing Fight Arena Wiesbaden, Simon Schuster! And his opponent, in the red corner, he's 26 years young. He stands 1.95 meters tall and weighing at 107.7 kilograms. His record, 2 fights, 2 victories, representing MMA Spirit from Frankfurt, David Badeski. Your referee, Gerd Richter. So, Gerd Richter als Referee schickt die beiden Kontrahenten erst nochmal zurück. Badeski in den roten Shorts, rote Ecke. Boah, hab ich Bock. Das wird ein Ding. Oh, sofort. Und die legen los mit offenem Visier hier. Ja, Schuster scheint da irgendwie so ein bisschen ausgerutscht zu sein. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber hat direkt gut getroffen. Ich glaube, er hat sich in den Schlag zu sehr reingelegt, ja. Bisschen das Gleichgewicht verloren. Denkbar schlechter Start. Badeski versucht jetzt natürlich, das für sich zu nutzen. Schuster muss jetzt erstmal in den Kampf zurückfinden. Guck dir diese Schwinger an. Also das sind alles Volltreffer. Und du hast es gesagt, Badeski 5 Kilo leichter auf der Waage. Beide ja auch nicht gecuttet, also wahrscheinlich auch jetzt noch um die 5 Kilo leichter. Mhm. Aber kräftemäßig definitiv ebenbürtig. Versucht es da mit der Insichel. Ja, Schuster hat hier Probleme, Badeskis Clinch standzuhalten. Er versucht zwar hier die Innensichel, klappt aber nicht. Und da hätte jetzt eigentlich Schuster die Möglichkeit, so ein bisschen sein Gewicht auszuspielen. Macht's aber nicht, also schafft's auch nicht, Badeski da zu drehen. Der gibt Vollgas. Ja, rutscht da ab, hat's versucht mit dem Wurf. Ja, die Kontrolle ein bisschen verloren. Und Badeski versucht's hier clever zu lösen. Also nicht den offenen Schlagabtausch zu suchen, nachdem es zu Beginn aussah, weil er natürlich weiß, dass auch ein Schuster am liebsten strikt und da wahrscheinlich auch seine größten Stärken hat, versucht ihn hier quasi aus seinem Game zu nehmen. Aber jetzt hat Schuster die Distanz, die er braucht. Ja, trifft er auch mit einem Jab ganz gut. Frage ist, wie spritzig ist er jetzt noch, nachdem er jetzt gut 2 Minuten oder knapp 2 Minuten ringen musste. Harter Schwinger jetzt hier von Badeski. Schuster versucht sie erstmal ein bisschen zu sammeln, ein bisschen zu tänzeln, immer mal eine Aktion einzustreuen. Schöne 1-2, beide aber nicht getroffen. Herr Schuster wirkt so, als würde das unbedingt wollen, als würde hier den Knockout versuchen zu jagen. Badeski wirkt, was das angeht, variabler. Mhm. Herr Schuster bewegt sich trotzdem ganz gut, lässt sich jetzt nicht stellen. Man sieht, zirkelt er immer wieder weg vom Zaun. Jetzt steht er am Zaun. Das wäre jetzt die Chance für Badeski gewesen, zuzuschlagen. Aber es ist eher Schuster, der nach vorn sticht und 1-2 Treffer landet. Wieder guter Jab jetzt hier von Schuster. Den sollte er etablieren, diesen Jab. Weniger mit der rechten schlagen, erstmal nur die linke. Ja, die rechte ist ein bisschen zu langsam. Die linke kommt schön schnell. Ja, ja. Ist da jetzt aber wieder am Zaun. Gefährliche Situation. Da scheint eine Cut-Verletzung am Auge zu sein. Und Schuster kommt da raus wie die Feuerwehr, muss aber aufpassen, wenn er diese Schwinger schlägt. Ist da zu offen in der Mitte. Badeski wirkt hier sehr, sehr gelassen, hat natürlich viele gute, schwere Jungs, mit denen er da trainiert im MMA Spirit. Allen voran natürlich ein Patrick Vespasiani, den wir am 11.11. in München sehen werden bei NFC 16 und den wir gleich auch im Interview hier nochmal haben werden. Aber auch die Stefan Pützes dieser Welt und viele andere schwere Jungs, die da tagtäglich auf der Matte sind.
Jetzt macht er das gut hier mit dem Jab. Schuster. Walewski geduldig. Aber gefällt mir in dieser ersten Runde besser. Der hat auch seinen Jab mitgebracht. Ja, und durch dieses nach vorne stürzen zu Beginn der ersten Runde hat irgendwie Schuster gefühlt so ein bisschen den Faden verloren. Den muss er jetzt erstmal wiederfinden. Da ist er gerade dabei, man merkt das. Aber er ist noch nicht wieder richtig drin, habe ich das Gefühl. Das ist auch der erste Kampf für Schuster bei NFC. Das ist alles noch ein bisschen neu für ihn hier. Ja, er hat Promo sich viel vorgenommen, genau. Hat sich viel vorgenommen, sagt, ich hole mir die 10K. Also der Druck scheint doch spürbar zu sein für ihn. Bei ihm, oh, schöne Rechte im Ziel für Walewski. Der jetzt auch mal zum Körper gehen sollte. Also Schuster gefällt mir besser, was die Aktivität angeht. Was die Effizienz angeht, gefällt mir Walewski besser. Der macht deutlich weniger. Aber was er macht, trifft in der Regel. Schuster hat auch sehr, sehr gute Treffer, aber schlägt viel Luft. Was natürlich hinten raus ein Problem werden könnte. Konditionell. Gute Treffer hier jetzt von Walewski. Oh, hat er sich schlauerweise weggeduckt, Schuster. Das war ein versuchter Home Run. Beide drehen hier nochmal auf zum Ende. Bislang ist keiner der beiden gefallen. Gute erste Runde. Ja, Runde ist rum und ich bin jetzt mal gespannt, was das da zu Beginn der ersten Runde für eine Szene war, wie er da zu Boden gegangen ist, Simon Schuster, ob das Schlagwirkung war oder ob er echt das gleich... Ja, er kriegt einen hinters Ohr. Ja, und dann fällt er so ein bisschen nach vorne. Hat selber eine Hand geschlagen, hat sich so ein bisschen overcommitted und bekommt dazu noch einen linken Haken hinters Ohr von Walewski. Ja. Also das war schon im Prinzip ein Knockdown, das kann man nicht anders sagen. Und dann ist es natürlich auch klar, dass der junge Mann ein bisschen braucht, um wieder in den Kampf reinzukommen. Ich sag's nochmal, Simon Schuster, 21 Jahre jung, unfassbar. Ja, da überhaupt so eine Physis schon zu haben, ist unglaublich. Ja, und so eine Abgeklärtheit gegen solche Jungs hier zu kämpfen wie ein Walewski, der seit drei Jahren fast ja schon bei NFC unterwegs ist. Erst im Amateur, jetzt im Profibereich. Also Hut ab. Und ich weiß gar nicht, hat er im Minigolf gewonnen oder verloren? Er hat am Anfang hinten gelegen und zwar klar. Und dann hat er nochmal so einen Comeback-Sieg geholt. Deswegen frage ich, also vielleicht war das ja schon ein Vorzeichen für diesen Kampf. Das wäre natürlich sehr interessant, wenn es hier genauso passieren würde. Also bei Walewski da die ersten Löcher ganz klar abgeräumt. Maximal zwei Schläge geholt. Schuster hat es schwer getan und hinten raus beim Minigolf hat das dann nochmal geholt. Ob man daraus was ableiten will, bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, den kann man noch nicht aus dem Kampf nehmen. Schuster, der ist da, der hat jetzt die erste Runde vielleicht so ein bisschen verdaut. Ja, der hat jetzt auch eine Minute Zeit gehabt, sich nochmal so ein bisschen zu sammeln, nochmal von den Coaches ein bisschen gerade rücken zu lassen. Alles so mental, was die Psyche angeht, die Einstellung. Und der wirkt auch verändert. Guck mal. Ja, ja, ist wieder lockerer. Bisschen versucht auch mal die Mitte zu sichern, viel mit dem Führhand, mit dem Jab zu arbeiten. Aber eins darf man halt auch einfach nicht vergessen, auch wenn Walewski immer so eine Ruhe ausstrahlt und so wie so ein großer, lieber Teddybär. Ich meine, das ist der netteste Typ, den man treffen kann. Ich meine, eine Bombe von dem reicht und das Licht ist einfach mal aus und zwar lange aus. Also stimmt. Deswegen muss man natürlich auch mit einer gewissen Vorsicht rangehen. Man kann nicht reingehen und brawlen. Das hat Schuster direkt in den ersten Sekunden gelernt. Und da ist der High Kick. Das sind die Kicks, von denen wir gesprochen haben. Ja? Kickt sehr, sehr variabel und mit sehr, sehr schnell. Mit dem vorderen Bein. Dann siehst du das im Schwergewicht so, ja. Und dann macht Walewski direkt nach natürlich. Walewskis, vor allen Dingen die Push-Kicks gefallen mir gut. Aber da kommt auch mal einer zum Kopf. Schön gemacht. Simon tut sich jetzt gerade ein bisschen schwer, die richtige Distanz zu finden zum Attackieren. Guter Sprawl von Schuster. Und auch ein gut getimter Takedown von Walewski, das kann man nicht anders sagen. Also das ist eine Dynamik, die wir so aus Schwergewichtskämpfen eigentlich nicht kennen. Und ich glaube, der wollte da einfach nur mal hingreifen, um so ein bisschen ihm was anderes zu präsentieren, Walewski. Also guter Fight-IQ, mal ein bisschen was zeigen, um dann vielleicht andere Themen zu öffnen. Walewski gefällt mir gut. Auch wenn er hier einen schönen Treffer nimmt. Ja,
Ja, Schuster ist hier in der zweiten Runde noch nicht wirklich aus sich rausgekommen. Hat in den ersten zwei Minuten nicht geschafft, da den Kampf in irgendeiner Art und Weise einen Stempel aufzudrücken. Walewski macht den Kampf. Jetzt gibt's mal einen Vorstoß von Schuster. Schnelle Hände hat er, keine Frage. Walewski aber bislang unbeeindruckt. Tja, und das ist ein relativ enger Kampf in dieser zweiten Runde hier. Beide gute Treffer. Ich habe das Gefühl, Walewski macht gerade so genug, um sich diese Runden zu holen. Ja. Hier sehen wir den Walewski-Fanblock. Die Frankfurter eigentlich immer mit einer soliden Mannschaft am Start. Oh. Gute Treffer auf beiden Seiten. Ja. Gutes Kinn auch auf beiden Seiten. Das muss man dazu sagen. Und beide haben schon ordentliche Dinge eingesteckt. Ja, ich glaube, der letzte hat Schuster nicht geschmeckt. Ja, der sucht jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, will sich erstmal ein bisschen sammeln, aber jetzt ist er wieder da. Es ist unfassbar, dass Schuster 5 Kilo schwerer war auf der Waage. Guck dir das mal an. Ja. Er sieht aus wie der leichtere, wie der kleinere Mann. 112 Kilo eingewogen. 112,2. Walewski 107,7. Das sind fast 5 Kilo Unterschied. Das ist unfassbar. So kann das täuschen. Ja, die Leute denken bei mir ja auch immer, ich bin dick, aber ich bin eigentlich nur schwer. Weißt du? Schwere Knochen. Genau. Ich finde, Schuster sollte mehr kicken. Er schlägt gute Hände, er schlägt einen schnellen Jab, aber ich glaube, mit seinen Kicks könnte er viel ausmachen. Gerade wenn er mal zu den Beinen gehen würde. Das würde auch Walewski so ein bisschen in diesen Vorwärtstrieb stoppen. Und es wäre ein bisschen Variabilität drin. Jetzt hatten die beiden sich irgendwie noch was Nettes zu sagen. Und trotzdem geht es dann sofort weiter. Sich das Leder um die Ohren zu hauen. Es schafft immer wieder Walewski hier, Schuster am Cage zu stellen, sodass der den Weg da wegfinden muss. Wie er rauszirkelt. Das macht den Unterschied. Hat Walewski von Anfang an gut gemacht. Cage Control aufgebaut. Auch dieser Check Hook funktioniert gut für Walewski. Also Haken mit dem vorderen. Oh, schön gemacht. Schön getimed hier kurz vor Ende der Runde. Auch nochmal Gas gegeben. Ein Ausrufezeichen gesetzt. Ja, und also so weit weg war da das Finish auch gar nicht. Also Gerhard Richter hat da schon sehr, sehr genau hingeguckt. Also damit hat er mindestens mal sich diese Runde gesichert. Wahrscheinlich sogar noch ein paar wirklich harte Treffer gelandet, die von denen er in der dritten Runde noch profitieren wird. Ja, hier sehen wir ein paar der Szenen. Schuster auch mit guten Treffern, haben wir gesehen. Und das war dieses Finish. Tja, gute zweite Runde aus Frankfurter Sicht. Ich muss sagen, Simon Schuster, der muss jetzt was machen. Also die Runde braucht er mal mindestens, die jetzt kommt. Ja, ich glaube, er braucht ein Finish. Wahrscheinlich ja. Walewski macht das bis hierhin ziemlich, ziemlich schlau. Ja, er hat gesagt, er möchte sich gerne knallen, er möchte ballern, Schuster. Aber dann muss er jetzt reingehen in den Mann, muss jetzt, glaube ich, alles in die Waagschale werfen. Jetzt muss er was riskieren. Jetzt noch mal eine Ansage von Gerd Richter. Der übrigens ja selbst seit vielen, vielen Jahren eine Kampfsportschule betreibt. Oh, ich glaube, da muss einmal der Arzt auf das Auge gucken von Schuster. Ja, den Cut vor allen Dingen, der ist ja über dem Auge. Ja, es ist jetzt ärgerlich für die Zuschauer. Aber ich glaube, unterm Strich ist es gut, weil dann haben die Jungs noch ein bisschen Zeit durchzuatmen. Ja. Dann sehen wir wahrscheinlich eine actiongeladenere dritte Runde. Da sind sogar zwei Cuts. Wir sehen es da. Oh, ja. Einer über dem Auge und einer zwischen Augenbraue und ja, also auf dem Augenlid sozusagen. Der Arzt berät da auch nochmal, weil nur der Referee kann abbrechen. Das heißt, je nachdem, was jetzt mit dem Cut passiert, hat der Arzt da jetzt nochmal dem Referee gesagt, hör mal zu, wenn das und das passiert,
Ist nicht schlimm, aber wenn das und das passiert, dann musst du aufpassen. Ja, worauf ich hinaus wollte, fast alle Referees, die wir hier bei NFC haben, sind selbst Kampfsportler. Vielleicht keine Kämpfer, aber Kampfsportler, zum Teil aber auch ehemalige Kämpfer. Ich finde, das sorgt dafür, dass wir eigentlich ein durchweg sehr starkes Refereeing haben. Ja. Fehler passieren natürlich immer mal, das kann sein. Aber Gerd Richter ist sicher einer der erfahrensten. Dritte Runde jetzt hier und wir haben es gesagt, Simon Schuster braucht wahrscheinlich ein Finish. Aber das wollte er eh holen, um sich die 10K zu sichern, die die Fight Chain hier freundlicherweise jede nummerierte Veranstaltung zur Verfügung stellt. Er hat es jetzt erstmal gut gemacht, dass er sich nicht wieder an den Zaun hat pressen lassen von Balewski. Allerdings ist er wieder in der Position und von da kann er nicht so gut aufspielen. Er muss selbst in den Vorwärtsgang kommen, Schuster. Und das hat für ihn gut funktioniert, Balewski. Oh, und er gibt direkt den Rücken ab, Simon Schuster. Und Balewski will den scheinbar nochmal ausheben. Da kommt er wieder hoch. Schuster, Balewski mit einer sehr guten Leistung, muss man sagen. Also oh, und da hat was geknackt, hast du das gehört? Ja, also komm, ich weiß nicht, ob Balewski irgendwie aus Holz oder so besteht, aber jedes Mal, wenn der Treffer landet, klingt es als wie dieses 10-Sekunden-Geräusch, dieses Klock, 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 Klock. Das war in seinem letzten Kampf schon so. Das haben wir sogar so rausgestellt, dass man es im Trailer hört. Jetzt macht er das sogar mit so einem Shoulder. Mit so einem Schulterstoß hat man dieses hölzerne Klockgeräusch. An dem Handschuh von Schuster hat sich so ein bisschen Tape gelöst. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir gleich nochmal eine Unterbrechung bekommen, um das nochmal abschneiden zu lassen. Ich bin sicher, dass das Gerd Richter auf dem Zettel hat. Aber will natürlich auch die Kampfdynamik jetzt nicht unnötig durchbrechen. Balewski wählt jetzt erstmals nach dieser Anfangsphase wieder einen Grappling-Ansatz. Der weiß natürlich auch, dass Schuster jetzt einen Finish braucht. Ja, die Ermahnung von Gerd Richter, dass hier weitergearbeitet werden soll. Da hat er genug gesehen. Und wir sind zurück in der Distanz und Balewski shootet sofort. Das ist jetzt natürlich ein Vorteil für Simon Schuster, dass die nochmal getrennt wurden, denn er braucht die Distanz. Und landet da auch wieder gut, aber er muss einfach mehr machen. Er sollte jetzt ein paar Uppercuts schlagen, weil wenn Balewski da ständig runtergeht, dann könnte es eine gute Möglichkeit sein, ihn abzufangen. Schöner Bodyshot, gut getimed. Balewski macht weniger im Stand jetzt. Ja, und Balewski hat die Linke sehr, sehr tief hängen. Jetzt wäre die Zeit, nochmal einen Highkick auszupacken. Vielleicht ein, zwei Mal zum Bein zu kicken und dann mal, ja, siehst du. Das hätte er nicht gehört. Ja, aber war auf der falschen Seite. Aber er scheint lieber mit dem vorderen Bein zu kicken tatsächlich. Das hat er vorhin in diesem Trailer, glaube ich, auch getan. Oh. Und das ist auch der Uppercut. Also hat unsere beiden Tipps umgesetzt. Ja. Erfolglos leider. Hört gut zu. Ja, da hat einfach jedes Mal der Schritt rein so ein bisschen gefehlt. Also zumindest bei dem Uppercut. Aber ich glaube, er reagierte einfach auch so ein bisschen auf die Aktionen von Balewski. Ich glaube, er hat echt gedacht, er kommt jetzt rein und wollte ihn eben so, wie du es ja auch im Prinzip vorgeschlagen hast, bei einem Takedown-Versuch abkontern. Nur, dass er eben nicht reingekommen ist. So, jetzt sehen wir noch, siehst du, wieder schlägt er das Ding. Also, es ist am Ende gar nicht die Knallerei geworden, die wir erwartet haben, aber es ist ein sehr, sehr technisch geführtes Duell. Und das finde ich eigentlich mindestens genauso spannend, denn es zeigt, was für eine hohe Qualität wir in der deutschen Schwergewichtsszene haben. Ja, und überleg dir mal, vor 5 Jahren, 10 Jahren, ein Schwergewichtsduell in der 3. Runde war meistens nicht sonderlich ansehnlich. Die beiden Jungs sind noch fit. Das spricht auch dafür, wie sich der Sport und vor allen Dingen, wie die Athleten sich weiterentwickelt haben. 45 Sekunden noch in der 3. Runde. Immer noch braucht Schuster was Eindrucksvolles. Er versucht es auch. Er wuchtet immer mal wieder mit dieser rechten rein, aber die macht er so ein bisschen mit Ansage. Weißt du, der holt von ganz weit hinten aus, die ist zu langsam. Die sieht Balewski einfach. Seine Führhand ist wesentlich schneller, deswegen trifft die auch öfter. Er versucht das selber mit Ringen. Nein, löst sich doch wieder. 20 Sekunden noch, die Uhr tickt. Die Uhr läuft gegen Schuster, würde ich jetzt mal unterstellen. Und Balewski ist ein bisschen langsamer geworden in der letzten Runde, aber Schuster hat es nicht geschafft, daraus Kapital zu schlagen. Hat die letzte Runde auf meinem Punkt durch den Zettel gewonnen, Schuster, aber ich weiß nicht, ob das gereicht haben kann.
Ja, beide wie schon die ganze Woche sehr respektvoll. Wir schauen noch mal rein, die Highlights des Kampfes. Walewski immer wieder mit guten Treffern, Schuster aber auch. Walewski hat über weite Zeiten auch kontrolliert. Hier gab es am Ende der zweiten Runde mal so einen kurzen Schreckmoment aus Sicht von Schuster. Ja, und diese Vorstöße waren hinten raus zu selten. Umso häufiger kam aber das hier von Walewski, was dann auch immer wieder zu einem Erfolg geführt hat. Nämlich, dass Simon Schuster im Stand aufpassen musste. Sofort wird da die Cut-Verletzung versorgt, logischerweise. Tja, jetzt schauen wir mal, wie die Judges das Ganze gewertet haben. Und wir haben eine Entscheidung. After three rounds of fighting, the judges have made their decision. Their scores, 30-27, 30-27 and 30-27 for the winner by unanimous decision from the red corner, David Walewski. Also, bevor ich jetzt das Interview hier anfange, erstmal großen Applaus für beide Kämpfer, die gezeigt haben, auf was für einem Level deutsche Schwergewichte mittlerweile kämpfen. Also, wir haben es ja vorher gesagt, Schwergewichte hatten früher immer so ein bisschen diesen Ruf, David, ein bisschen behäbig, aber dafür eben die K.O.-Power. Also behäbig ist keiner von euch beiden. Unglaublich viel Bewegung, sehr, sehr schnelle Aktionen. Es war am Ende nicht die Ballerei, die viele vielleicht erwartet hatten. Es war ein strategisch geführter Kampf. Am Ende hattest du die Nase vorn. Warum? Mir ist in der ersten Runde die Hand gebrochen, die rechte. Ich konnte gegen Mitte des Kampfes die rechte nicht mehr benutzen. Und habe im Endeffekt zwei Runden mit einer Hand gekämpft. Aber ja, we got the job done. Yes! Es war von Anfang an klar, dass das ein sehr, sehr hochkarätiges Duell wird. Ihr beide seid in den Top 5, zwei der besten Schwergewichte Deutschlands. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass schon so früh in der Karriere zwei so Hochkaräter aufeinandertreffen. Ja. Musstest du lange überlegen, als du das Ding angeboten bekommen hast? Nee, ich habe es direkt angenommen. Ich will Challenges und die hat mir Simon Schuster heute auf jeden Fall gegeben. Respekt an ihn und sein Team, die haben sich super vorbereitet. Kann man nicht anders sagen. Jetzt hast du drei Kämpfe, drei Siege, bist das erste Mal als Profi zumindest über die Zeit gegangen, als Amateur hast du es ja auch schon mal gemacht. Ja. Wie war die Erfahrung für dich, nicht in der ersten Runde sozusagen Feierabend zu haben, sondern tatsächlich die 15 Minuten zu gehen? Ja, hat mir auf jeden Fall Selbstvertrauen gegeben, dass ich mit einer Hand durch zwei Runden gehen kann, mit einem guten Schläger und ja, ich denke, ich schaffe auch fünf. Das ist ein guter Hinweis. Ja, die Frage ist, wie geht's denn weiter mit dir? Drei Kämpfe, drei Siege, alle in diesem Jahr. Sag Bescheid, was also nächsten Monat oder beziehungsweise im November bei der nächsten Veranstaltung am 11.11. sehen wir deinen Teamkollegen erstmal, Patrick Vespasiani, auch starkes Schwergewicht. Wann sehen wir dich wieder? Also ich würde gerne dieses Jahr noch kämpfen, drei Siege. Drei gute Performances. Es gibt keinen Schwergewichtschampion in der NFC. Was sagt ihr? Let's go! Vielen Dank und großen Applaus für David Walewski. Ich wollte mich nochmal bedanken für alle, die heute gekommen sind. Für jeden Einzelnen in dieser Halle. Ihr habt super Stimmung gemacht. Für alle, die für mich hier da sind. Meine Jungs aus dem Jugendzentrum. Meine Familie. Meine Frau zu Hause. Alle, ich danke euch, ihr gebt mir viel Energie und Kraft, das hier zu machen. Danke euch und danke der NFC, meine Teams, meine Coaches, die mich sehr professionell durch mein Camp gebracht haben und auf meine Reise begleiten. Ich danke euch auch. Prost, wir gehen weiter. Also nochmal großen Applaus für David Walewski. München, get ready. Deutschlands größte Kampfsportserie NFC
kommt zum ersten Mal in die bayerische Landeshauptstadt. Am 11. November bringen wir den Olympiapark zum Beben. Freut euch auf actiongeladene Fights und die besten MMA-Kämpfer, die Deutschland zu bieten hat. NFC 16 am 11. November in der kleinen Olympiahalle in München. Tickets gibt's auf fighting.de/tickets oder münchenticket.de. NFC 16 und Inferno FC, das müsst ihr sehen.